Hallöchen, meine Liebe, und damit willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Haut Belleron. Experimentell, ja, lang ist her, dass wir ein bisschen wieder gemeinsam gemacht haben. Und ja, hat sich ein bisschen was getan bei Precision Farming. Und zwar haben wir immer noch die, ja, sicherlich bis in den letzten Folgen Bodenproben genommen. Und ich stehe hier eigentlich schon mit meinem Trecker bereit und einen Güllewagen, um den Ertrag ein bisschen weiter hoch pushen zu können. Nicht nur, dass Stickstoff gefehlt hat, sondern auch pH-Wert einfach ein bisschen, ja, das Feld ein bisschen hoch bekommen. Ja. Also es war vorher alles noch ein bisschen niedrig und jetzt haben wir es halt schon ein bisschen weiter hochgebracht. Ja, weil wir stehen nämlich kurz davor. Wir brauchen nämlich für den Milchviehbetrieb Silage. Und wenn wir schon dabei sind, Feld 26, deswegen warte ich schon seit über einen Tag. Ich spiele intern, ne, weil 49%, das geht gar nicht. Also da muss man schon ein bisschen mehr hochbekommen. Ich warte immer noch darauf, dass die Analyse fertig ist, aber scheinbar streiken auch bei mir die Laborforscher. Wie auch immer. Hab schon einen Tag vorgespult über Nacht, aber dementsprechend sollen sie machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass 36 und 38 bis 42 die Felder einigermaßen top sind. Und da haben wir nämlich auch richtig viel ist Gülle draufgeschmissen. Und dann habe ich quasi mit Dünger hinterher geschmissen. Ja, schön, immer alles hinterher geschmissen. Naja. Ja, währenddessen haben wir das Güllebassin hier noch ein bisschen leer gemacht. Wir werden uns jetzt einfach erstmal um die Schweine kümmern, weil die werden nämlich auch bald zum Fleischer gehen. Daher haben wir noch ein bisschen Mineralfutter und das Mineralfutter, das müssen wir erstmal ein bisschen weniger machen. Also dementsprechend. Freue ich mich auch dem drauf. Ja, Sonntag ist bei mir heute. Wir haben es gerade mal schon um 7 Uhr. Das heißt, ich bin schon seit um 6 Uhr auf den Beinen, weil ich mir noch eine neue Routine aneignen möchte. Mich auch für die kommende Woche für Ostern auch zu tun. Ostern, wie gesagt, ihr wisst, meine Freundin ist da, wir werden eventuell was machen und ich weiß nicht, ob ich die Zeit dazu dann finde, am Ende zu streamen. Zumal ich ja auch das mit dem IRL-Stream da noch ein bisschen am Plan bin. Weil mit 10 GB, sage ich euch gerne, das lohnt sich wirklich nicht. Also, das sind halt so Kleinigkeiten, die gehen einfach nicht. So. Deswegen habe ich gedacht, machen wir mal ein bisschen LS. Fahren wir mal, machen ein bisschen Hofarbeit mal weiter. Schauen einfach mal, was dann so mäßig, was sich denn da ankündigt. Weil ich vermute mal, durch die Bodenproben, die wir da im Feld 26 haben, sollten die eigentlich auch bald ein Ergebnis erscheinen. Weil ich brauche das Feld nämlich dringend. Ich will nämlich da, kurz gesagt, rennt da eine schon ein bisschen Zeit weg. So, das sollte passen. Steigen wir schnell in den Stableiter ein. Dann passt das nämlich dann. So. Ich immer die Handbremse. So. Ja, die Schweine. Was machen wir bloß mit denen? Das ist wirklich so. Das ist wirklich so, die müssen. Das
Welt, also sagen wir es so, die der Hof wird halt ein bisschen umgestaltet. Ja, aber ich denke einfach mal so Kleintiere, die Kühe, die wir da haben. Aber gerade. Kleine Kühe, sage ich mal, die brauchen wir sowieso. Also da habe ich mir schon was Kleines überlegt. Hat man dann, also unser Bürgermeister von Haute-Bellerots, der Französische, der hat mir sein grünes Licht gegeben. Es wird dann im nächsten Jahr, sollen dann die Kühe rankommen. Januar, ach, mir wäre es ja lieber, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, dass die erst im März kommen, weil März ist so eine bessere Zeit bei uns. Weil wir haben nämlich noch ein paar Probleme. Das heißt Probleme. Wir haben zum Beispiel noch keinen Unterstand für das ganze Stroh. Ja, wenn wir auf die Hallen da haben, klar, könnte man direkt an Ort und Stelle machen. Stroh haben wir. Heu hätte man ja noch. Wenn wir die Reserve. Oder man könnte hier noch was machen, aber der Platz hier, der wird nämlich dann auch verschwinden. Die Halle hier. Aber ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ja, wie gesagt, das muss man erstmal gucken, dass wir mal Silagegänge da füllen können. Dass wir ein wenig auch den Betrieb dann mal irgendwann im Laufen bekommen können. Weil das Rezept für die Kühe, für den Milchviehbetrieb, wie viel sie am Tag verbrauchen, das Rezept für den Mais Plus, also die, wo Mais Plus wissen, dass ich der. Dass ihr wisst, wovon ich rede, habe ich nämlich ein bisschen geändert. Also die Standardrezeptur und auch den Verbrauch ein bisschen quasi erhöht. Da habe ich nochmal mit von früher, ihr wisst ja, wo wir ein bisschen LS gestreamt haben nachts. Nicht schaffen war, aber da haben wir ein bisschen experimentiert und ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Auch mit dem Verbrauch, was die Schafe betreffen, da gibt es nochmal was extra. Aber das ist erstmal nebensächlich. Können wir uns mal um die Schweine weiter kümmern. Ja, wie gesagt, das sind noch die Paletten, die ich noch gekauft habe von unserem Händler. Oh, unser Händler hat auch schon Pech, der Wechsel hinter uns gehabt. Oh, was da alles passiert ist. Das ist auch eine Kunst für sich. Da hat es ja an sich richtig, richtig Duna-Wetter gegeben, ey. Fahren. Hoppala. Fangen wir schon wieder an zu rangieren, ey. Da kann es stehen bleiben. Koppeln mal schnell ab.
immer alles kaputt fahren, ne? Das kann er ja. Ach, meine blöde Gabel. Ich hoffe, dass mein Laufen des Tages dann endlich mal die Ergebnisse von einem Feld bekommt, weil das für mich eigentlich sehr wichtig ist. Es hätte nichts geworden, ey. Das kann so gehen. Das passt sehr. Sehr. Ist auch mal was anderes. Mal ein paar Tage Ruhe, damit die Gülle weiter produziert werden. Ja, ihr kennt's ja. Wir benutzen nämlich viel aus eigener Produktion oder weiter. Oh, das war jetzt nichts. Koppel mal wieder an. Weil das Tolle ist noch, wir können jetzt nämlich noch am 2. September die Raps anernten. Wisst ihr, warum ich Raps brauche? Sojabohnen hast du nicht gesehen. Dass wir nämlich die Produktion für unseren Biodiesel weitermachen können. Ansonsten hätten wir nämlich dann auch bald ein Problemchen. Hier auf dem Hof wird dann nämlich unsere Tankstelle reingebaut. So, ich packe bitte hierher. Voilà. So, kann er stehen bleiben, perfekt.
Gut. Ah, können wir kurz nach unserer Schafe gucken? Schafe. Kraftfutter. Wasser habt ihr noch genug? Alles doch schön. Das ist doch schön. Okay. Dann schauen wir kurz mal auf unserem Tablet. Raps könnte man noch ansehen. Ja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Das ist unsere Walze. Ja, dann werden wir unsere Felder vorbestellen müssen für Raps. Habe ich denn jetzt unser Casing gestellt? Gerade. Ach, da steht da unten. So, da steht auch unser Case schon. Einer meiner leistungsfähigen. Hoppala. Kommt die Gewumpel. Ach ja, wir haben ja die. Das sind da Standardsäbelmaschine. Oh, Jesus. Ja, ich glaube, das ist unsere Standardsäbelmaschine, ja. Gucken, normalerweise sollte man. Genau, alles passt. Ah, war doch die falsche. War doch die falsche. Na gut, da muss man noch tanken. Dann muss man es noch holen. Dann müssen wir noch an unser Saatlager fahren. Wie ist so ein starkes Biosaat? Warpen wir mal kurz dahin und sehen uns dann gleich wieder. Ja, leider ist es bei mir auch so, dass ich jedes Mal das aufklappen muss, das Gerät. Erst dann kann ich das Ganze auffüllen. Bevor ich mir da noch irgendwie was zerschuss, das Schießen tue. Vielleicht kennt ihr irgendjemand anders ein schönes Sinneschaden-Sattmaschine. Ich glaube, die ist über 12 Meter. Mit der Funktion. Ohne groß aufklappen zu müssen. Ja, da hat meine Freundin, wird es gerade übernehmen. Die wird jetzt hier richtig mal Gas geben. Ja. Wenn es fertig ist mit Ansehen, dann werden wir weiter mit der Walze da fahren.
Ja, das muss man noch ein bisschen warten. Und zwar, wir haben noch ein paar Aufgaben, hier den Honig noch wegzumachen. Oder abzutransportieren, weil, ja. Wir haben da bisschen Honig bekommen. Auch an Feld 26 wird da, um den Ertrag zu verbessern, oder um das Feld ein bisschen besser zu bewirtschaften, einfach mal ein bisschen Honigbienenhäuser hingestellt und dann einfach, ja, mehr verdient. Wir nutzen die, ökonomisch voll aus. Doch nur zwei. Haben wir nur wieder ein bisschen gelitten. Naja, können wir das Mineralfutter noch ein bisschen besser hinstellen. Ja, auch das muss gemacht werden. Das Mineralfutter ist richtig teuer. Gut, da sind wir auch schon am Ende der Folge auch angekommen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Das heißt, dass mal unsere Felder walzen. Und ja, habt schön, vielen Dank. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Bartalo. Ciao, ciao.